Jetzt ist vor allem das Land der Häuslebauer allgemein hin so bekannt. Welche Trends spiegelt denn die Combau in diesem Bereich wider? Ist es ein großes Segment, was jetzt wirklich die klassischen Häuslebauer auch im Prinzip bedient? Auf alle Fälle, wir haben auch vorher ganz viel gehört über das Thema Energie, Energieautonomie, Energiewende. Ein Thema, das die Combau immer schon begleitet hat. Die Illwerke VKW ist auch großer Partner der Combau. Und es ist eigentlich ein Thema, was immer schon da war bei uns, beim Häuslebau und bei den Betrieben, aber natürlich jetzt in Zeiten wie diesen noch viel relevanter und aktueller. Es geht um Alternativen, was die Stromerzeugung betrifft, wie wir gehört haben. Photovoltaik ein großes Thema. Alles wirklich um diese Energieautonomie. Alternativen, was gibt es zu Öl, Gas, Alternativen, Holz natürlich auch ein großes Thema und das ganze Klimathema, Nachhaltigkeit, ein Schwerpunkt wird auch sein, Bauen mit Lehm, gesundes Bauen, natürliches Bauen, eine Sonderausstellung des Energieinstitutes, wo auch hier beraten wird, was man mit Lehm machen kann, wie man bauen kann und das sind alles Themen, die bei der Combau immer schon da waren, die jetzt eigentlich so aktuell sind, dass sie wirklich Schwerpunkte sind und dann wirklich sich jeder da intensivst informieren kann. Und unser Bauratgeber, ich kann Ihnen jetzt zeigen, da stehen wirklich auch Natürlich. dann diese Themen noch explizit mit drinnen, wo man sich noch intensiver dazu informieren kann. Und in unserer Region ist es natürlich Regionalität eben das Wichtige, die Qualität. Und da ist eigentlich eine Plattform, wie die Combau jetzt ist, bietet eigentlich wirklich alles, wo sich Angebot, Aussteller, Nachfrage, Besucher treffen kann und sich informieren kann, inspirieren kann und dann wirklich auch vor allem auch beraten kann und dann die Lösungen hoffentlich für die entsprechenden Anforderungen und Probleme dann bekommt.